versteht und auch gern auf Wolken steht. Das ist Marina, Checkerin Marina. Hi Leute, guckt mal, auf was für einem mega coolen Teil ich hier sitze. Auf einem Quad. Und zwar zusammen mit Bergretter Andi. Hi. Wir beide sind gerade auf dem Weg zu einer Pistenrettungsaktion. Irgendwo da hinten hat sich jemand verletzt und braucht ganz schnell unsere Hilfe. Wie so eine Pistenrettung abläuft und was die Bergwacht sonst noch so macht, das seht ihr in der Sendung. Denn heute geht's um die Bergwacht. Und jetzt gibt Gas, Andi. Bergretter und Bergretterinnen kommen immer dann zur Hilfe, wenn in den Bergen etwas passiert ist und der Einsatzort schlecht zu erreichen ist. Sie retten Personen aus steilen Felswänden und dunklen Höhlen. Sie kümmern sich um Unfälle auf und neben der Skipiste. Ganz egal, wer in Not ist, die Leute von der Bergwacht leisten vor Ort erste Hilfe und bringen die Verletzten sicher ins Tal. In Deutschland gibt es etwa 12.000 Bergretterinnen und Bergretter. Das Besondere, sie machen das ehrenamtlich. Das heißt, sie opfern ihre Freizeit, um anderen zu helfen und das ganz ohne Bezahlung. Kinder und Jugendliche können bei der Jugendbergwacht mitmachen. Ab 16 Jahren dürfen sie dann bei der Bergwacht eintreten. Mit Bergretter Andi finde ich heute raus, was bei einer Pistenrettung passiert. Rettungshündin Juna beweist mir, wie gut sie vermisste Personen, in dem Fall mich, in einem riesigen Waldgebiet finden kann. Und zum Schluss werde ich bei einer Übungsaktion von einem Helikopter gerettet. Wie aufregend! Also, alle bereit? Dann kommt hier der Bergwacht-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Wo sind die heute? Nee. Oh. Ah, das ist ein Hubschrauber von der Bergwacht. Habt ihr meine Checker-Fragen? Cool. Dankeschön. Hab sie. Was passiert bei einer Pistenrettung? Wie finden Suchhunde Vermisste? Und warum braucht die Bergwacht einen Hubschrauber? Das check ich für euch. Los geht's bei der Rettungswache der Bergwacht in Ruhpolding. Hier bin ich mit Bergretter Andi verabredet. Hallo. Hey. Hi. Cool, dass ich hier sein darf. Ja, willkommen in der Bergwacht Ruhpolding. Dieses ganze Material, das nimmst du alles mit, wenn du zum Einsatz ausrückst? Naja, eigentlich haben wir alles grundlegend im Einsatzfahrzeug, sodass wir gleich losfahren können. Aber wenn es irgendwelche Spezialeinsätze sind, dann hängt hier das Material, was wir dann noch zusätzlich mitnehmen müssen. Boah, hier ist eine ganze Menge. Neben verschiedenen Seilen gibt es hier auch Eispickel und Steigeisen. Die kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Bergwacht auf Eis schnell und sicher vorankommen muss, so wie hier. Und was ist hier in dem ganz riesigen? Genau, das hier ist der Bergesack, also praktisch die Trage, wo die Patienten reinkommen, wenn die mit dem Helikopter abgeholt werden. Oh. Willst du mal anschauen? Ja, das will ich sehen. Der Bergesack ist eines der wichtigsten Hilfsmittel der Bergwacht. Damit können sie verletzte Personen bergen, also in Sicherheit bringen. In einem Bergesack ist man sicher und warm eingepackt. Kann ich mich reinlegen? Ja, Logo. Ja. Einmal hinlegen, genau. Ah, okay. Gut. Arme rein? Arme rein, die sind so auf dem Körper meistens. Dann würden wir hier jetzt die ganzen Gurte festmachen. Also wird so richtig festgemacht. Kommt dann oben praktisch die Schnüre so zusammen. Und dann hängt sich der Retter hier noch mit ein. Und dann kommt der Haken vom Helikopter und dann fliegen wir zusammen weg. Ah, also es wäre die ganze Zeit jemand bei mir. Ich hänge nicht alleine unterm Hubschrauber. Und du hast ja schon, vielleicht schon mal mitbekommen, dass wenn der Hubschrauber kommt, da geht auch ordentlich Wind. Mhm. Kriegst du hier noch so eine Art Windschutzscheibe, so einen Schutz. Ah, weil der Hubschrauber selber so viel Wind macht? Ja. Mhm. Genau, wird das so eingehängt. Ah, sonst könntest du die Augen gar nicht aufmachen, weil da so stark der Wind geht. Ein bisschen wie eine Mumie fühle ich mich. Genau. Okay, dann lasse ich dich wieder raus, oder? Bei echten Rettungsaktionen der Bergwacht kommt der Bergesack in steilen Felswänden, in Höhlen oder auf der Skipiste zum Einsatz. Und dann gibt es noch den persönlichen Rucksack. Genau, das ist jetzt mein persönlicher Einsatzrucksack. Und was ist das? Das hier ist unser sogenannter Trösterbär. Oh. Genau.
Wir haben immer so kleine Teddys dabei auf Einsätzen, wenn ein Kind verletzt ist. Dann kriegen die Kinder immer so einen kleinen Bär als Geschenk mit. Der bleibt dann die ganze Zeit bei den Kindern und können es dann auch behalten. Das heißt, dieser hier ist noch nicht bei jemandem und hat noch keinen Namen? Genau, der wartet noch auf seinen Einsatz. Neben jeder Menge Ausrüstung braucht die Bergwacht auch spezielle Einsatzfahrzeuge, wie diesen Geländewagen hier. Hinten im Auto ist Platz für eine verletzte Person und weitere Rettungskräfte. Und klar, im Auto gibt's zusätzlich noch mehr Ausrüstung. So, Andi. Ja? Wir müssen jetzt unbedingt über dieses extrem coole Teil auf dem Anhänger sprechen. Mhm. Was ist das? Ja, das ist unser Quad, also ein Geländefahrzeug. Im Sommer hat das normale Reifen drauf und im Winter haben wir hier diese Eis- und Schneeraupen. Da sind auch so Spikes drauf, damit man hier wirklich in rutschigen, eisigen Gelände fahren kann. Und ist halt ganz wichtig im Winter auf der Skipiste, wenn die hart gefroren ist. Also bei der Pistenrettung brauchen wir das ganz dringend. Pistenrettung? Aha, dazu habe ich auch eine Checkerfrage. Was passiert bei einer Pistenrettung? Die Pistenrettung ist eine der häufigsten Einsätze der Bergwacht. Bei einem echten Notfall kann ich nicht dabei sein, weil es dann schnell gehen muss. Aber wisst ihr was? Andi und sein Team machen heute eine Übung und da darf ich mitmachen. Als erstes kommen dazu Bergretterin Laura und ihr Kollege Lenz in die Rettungswache. Denn eine Pistenrettung ist Teamarbeit. Und das ist Sebastian. Er ist der Einsatzleiter und hat alle wichtigen Infos zum Notfall. Das Szenario ist folgendes. Wir haben eine verletzte Skifahrerin am Unternberg mit Unterschenkelverletzung. Bitte Skizeug mitnehmen, Bergesack und wir nehmen unser Quad mit. Na dann los! Schnell die Ausrüstung und den Bergesack zusammenpacken und ab zum Unfallort. Denn jetzt zählt jede Sekunde. Und während wir zum Einsatzort düsen, gibt's für euch die Mitmachfrage. Welche Nummer wählt man bei einem Notfall in den Bergen? A. 833 oder B. 112? Guckt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's wie immer zum Schluss. Angekommen an der Skipiste heißt es abladen. Zuerst das Quad, mit dem Andi und ich gleich zur Unfallstelle düsen. Und der sogenannte Akia, eine Art Rettungsschlitten. Darauf legen wir den Bergesack und fertig. Laura und Lenz nehmen den Akia per Skilift mit nach oben. Okay, jetzt geht's los. Jetzt fahren wir mit dem Quad. Ja. Also, willst du mal fahren? Ich fahr. Ja? Darfst du mich? Ja, super. Ja? Perfekt. Komm mal vorne hoch. Ich muss dir kurz zeigen, wie es geht. Hier ist die Bremse. Ja. Hier am Daumen ist das Gas. Mhm. Und dann ist hier der grüne Startknopf, ist der Starter. Drück mal drauf. Das macht echt Spaß. Aber natürlich kommt das Quad nicht zum Spaß zum Einsatz, sondern dann, wenn jemand am Berg gerettet werden muss. Nach ein paar Metern übernimmt Andi, bevor die Piste richtig steil wird. Okay, jetzt volle Pulle. Ready? Ja. Gut. Und da ist auch schon Irina. Sie spielt unser Unfallopfer. Sie tut so, als wäre sie beim Skifahren gestürzt und hätte sich verletzt. Also eigentlich geht's ihr natürlich total gut. Als erstes kümmern Andi und ich uns direkt um Patientin Irina. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Na, was ist passiert? Ich bin gestürzt und mein Bein tut sehr weh. Okay. Oh nein. Vor allem hier beim Knie. Okay. Und da kommen auch schon Lenz und Laura mit dem Akia. Als nächstes werden wir jetzt mal dein Bein schienen, damit es ganz stabil nach unten kommt. Hierfür kommt eine sogenannte Vakuumschiene zum Einsatz. Laura, kannst du vielleicht hinter der Patientin den Rücken ein bisschen abstützen? Genau. Mhm. Und dann gehst du auf die Seite, Marina. Ja. Lenz, wir machen die Schienung. Bei einer Schienung wird das Bein in eine Art Luftmatratze gelegt und eingepackt. Das übernehme ich. Jetzt holst du mal bitte die Pumpe, die ist zum Absaugen von dem Absaugen? Von der Luft. Okay. Damit die ganz fest wird, jetzt die Schiene. Aha. Diese Pumpe hier funktioniert also andersrum als eine Fahrradpumpe und saugt die Luft ab. Kannst mal anfassen, wie fest das jetzt ist. Boah, das ist ja richtig steinhart geworden. Warum?
Du hast ja jetzt mit der Pumpe die ganze Luft rausgesaugt. Mhm. Und was übrig bleibt, sind nur diese Kügelchen, die da drin sind. Und wenn keine Luft mehr drin ist, dann können sich die nicht mehr bewegen. Nochmal langsam. In der Schiene sind also viele kleine Kügelchen. Mit der speziellen Pumpe bläst man keine Luft hinein, so wie ihr das vielleicht von der Pumpe für eine Luftmatratze kennt, sondern sie saugt Luft ab. Dadurch rücken die Kügelchen näher zusammen und die Schiene wird steinhart. Und so ist das Bein dann gut geschützt. Auch weil die Abfahrt mit dem Akia ein bisschen holprig sein kann. Genau. Als nächstes legen wir Irina ganz vorsichtig in den Bergesack. Okay, perfekt. Jetzt wird es dann gleich wärmer. Kommst du nicht so schnell wieder raus alleine? Ich fühle mich sicher eingepackt. Perfekt. Sehr gut. Bist du bereit? Ja. Ich habe aber noch was für dich. Der fährt nämlich mit. Und pass auf, dass alles gut ist. Ja? Sehr gut. Der sitzt hier an der Seite bei dir und guckt ein bisschen raus. Perfekt. Gute Fahrt. Laura und Lenz fahren jetzt Irina mit dem Akja sicher und langsam ins Tal. Und auch wenn es jetzt mal ein bisschen holpriger wird, ist Irinas Bein durch die feste Vakuumschiene total gut geschützt und sie hätte keine Schmerzen. Hammer. Okay. Hat geklappt, oder? Gut, ja. An der Stelle würden wir jetzt an den Rettungswagen übergeben. Und unsere Arbeit für die Bergrettung ist jetzt erstmal beendet. Hammer, mein erster Einsatz. Hast du richtig gut gemacht. Ja? Respekt. Ja. Danke. Auf der Piste wird erste Hilfe geleistet und die verletzte Person wird mit dem Bergesack und dem Akja ins Tal gebracht. Gecheckt. Wenn ihr in den Bergen oder im Gebirge Hilfe braucht, dann ist das Allerwichtigste, was ihr euch merken müsst, die Notrufnummer 112. Mit der 112 könnt ihr in ganz vielen Ländern in Europa, also auch in Österreich, Frankreich, Italien, die Bergwacht, die Feuerwehr und den Rettungsdienst erreichen. Die Telefonnummer ist immer kostenlos und am Handy könnt ihr sie zum Beispiel auch wählen, wenn der Bildschirm gesperrt ist oder wenn ihr nur ganz wenig Empfang habt. Egal um wie viel Uhr man da anruft, bei der 112 geht immer jemand ran. Und zwar eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der sogenannten Leitstelle. Die Leitstelle nimmt euren Anruf entgegen und stellt euch dann nach und nach ganz wichtige Fragen. Das zeige ich euch jetzt mal. Hallo? Mhm. Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Wo ist der Unfallort? Mhm. Was ist passiert? Gibt es verletzte Personen? Mhm. Und so weiter. Ihr könnt dabei eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Ganz wichtig ist nur, nicht einfach auflegen. Wartet darauf, bis die Leitstelle euch sagt, sie wissen jetzt Bescheid und ihr könnt auflegen. Als nächstes lerne ich diese besondere Bergretterin kennen. Suchhündin Juna. Sie ist ein wichtiger Teil des Suchtrupps, wenn die Bergwacht nach vermissten Personen sucht. Zum Beispiel, weil sich jemand verlaufen hat oder unter Schnee verschüttet wurde. Suchhündin Juna und Hundeführer Andi arbeiten dabei als Team. Sie haben zusammen eine etwa dreijährige Ausbildung gemacht. Das Besondere? Juna kann ein großes Gelände viel schneller absuchen, als wir Menschen es je könnten. Wie sie das genau macht, das kläre ich jetzt in meiner nächsten Checker-Frage. Wie finden Suchhunde Vermisste? Hallo? Genau, meine Schäferhündin. Hallo, Juna. Ja. Schön, dich kennenzulernen. Hey. Und braucht Juna jetzt, um ihren Job zu machen, irgendeine bestimmte Ausrüstung oder läuft sie einfach los? Die Juna hat vor allem mal so eine Kenndecke oder so eine Art Weste an. Mhm. Hier, das macht man so drüber. Und dann merkt man auch gleich, dass sie mal Bescheid weiß, dass es gleich zum Arbeiten wird. Sie ist schon ganz aufgeregt. Ja. Genau. Oh ja, ganz ungeduldig. Ruhig. Ne? Und dann das zweitwichtigste ist hier dieses Springsel. Es ist so ein kleines Spielzeug, das hänge ich ihr ans Halsband. Und das hängt dann hier vorne. Und damit, wenn sie das in den Mund nimmt, dann zeigt sie mir praktisch, dass sie eine Person gefunden hat. Aha, also sie läuft alleine los und wenn sie jemanden entdeckt hat, schmeißt sie sich das selbst ins Maul, läuft genau. Sie dir zurück und führt dich hin. Ja, also das ist praktisch ihre Art, mir zu sagen, ich habe jemanden gefunden. Das ist genau. Ja genial. Ja. Und dann, wenn sie wiederkommt,
dann hänge ich sie hier mit der Schleppleine an der Weste an und dann kann sie mich zu der Person ziehen. Wie finden Suchhunde Vermisste? Also das Wichtigste für den Hund ist die Nase. Mhm. Der Hund orientiert sich mit der Nase, der riecht aber tausende Mal mehr wie ein Mensch. Und unsere Suchhunde, die riechen halt entweder eine Fährte, also eine Spur, Fußabdrücke auf der Wiese oder auf dem Weg oder eben Gerüche in der Luft. Aber wir können das gerne mal ausprobieren, wenn du willst. Dass sie mich sucht? Genau. Und brauchst du dann irgendwas von mir? Irgendwie eine Stinkesocke oder so? Nee, also unsere Hunde sind eigentlich einfach nur dafür ausgebildet, Menschen zu finden, die irgendwo sitzen oder liegen. Die brauchen jetzt keinen speziellen Geruch. Okay, dann laufe ich einfach los und verstecke mich. Ja, los geht's. Hoffentlich bis gleich. Ich will es Juna ja nicht so leicht machen. Hier? Auch zu einfach. Hier vielleicht. Ist das gut? Nein? Hier, das ist es. Versteckt. Also zur Übersicht, da bin ich und da sind Andi und Juna. Und jetzt geht's los. In einem Wahnsinnstempo sucht Juna den Wald nach einem menschlichen Geruch ab. Andi schickt die Suchhündin in verschiedene Richtungen, damit sie auf keinen Fall etwas übersieht. Und tatsächlich, sie hat mich gefunden. Aber als sie mich entdeckt, haut sie direkt wieder ab. Aber jetzt hat Juna ihr Bringsel im Maul. Wir erinnern uns, so weiß Andi, dass sie mich gefunden hat. Die Suchhündin führt Andi dann zu mir. Das hat Juna richtig spitze gemacht. Als Belohnung bekommt sie ihr Lieblingsspielzeug. Denn die Suche ist für sie ein Spiel, auch wenn es bei einem echten Einsatz um Leben und Tod gehen kann. Super, vielen Dank, Juna. Wie weit kann sie so einen Geruch aufnehmen? Das ist sehr abhängig von dem, wie eben so ein Wind durch so einen Wald läuft. Also wenn der Wind falsch steht, dann kriegt sie vielleicht die Spur erst wirklich ganz nah bei dir. Und wenn sie in die richtige Richtung weht, dann kriegt sie sich vielleicht schon ab 100 Meter. Aber dass du mich gefunden hast, ganz toll. Vielen Dank. Fein. Rettungshunde suchen nach einem menschlichen Geruch. Mit dem Bringsel zeigen sie, dass sie jemanden gefunden haben und führen die Retter dorthin. Gecheckt. So, ich habe jetzt noch ein paar Tipps für euch für euren nächsten Wanderausflug. Und damit seid ihr nicht nur top vorbereitet, sondern erspart der Bergwacht eventuell auch den ein oder anderen Einsatz. Bevor ihr startet, solltet ihr immer Freunden und Familie Bescheid geben, wohin ihr geht und wann ihr wieder zurück sein wollt. Am allerwichtigsten ist es aber, ihr solltet nie alleine im Wald wandern gehen, sondern immer nur in Begleitung von einer erwachsenen Person. Und am allerbesten packt ihr auch vorher gemeinsam eure Rucksäcke. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich immer alles in meinen Rucksack so reinpacke. Also ganz wichtig, habt immer warme und wetterfeste Kleidung an oder dabei. Also zum Beispiel einen dicken Pulli und eine Regenjacke. Apropos Kleidung. Ein absolutes Muss sind feste Schuhe. Vor allem, wenn die Wege mal matschig, rutschig oder steinig sind. Außerdem solltet ihr natürlich immer genügend zu trinken dabei haben. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf, sind Snacks. Also zum Beispiel ein Müsli-Riegel oder ein bisschen Obst. Es kann ja immer mal sein, dass man sich zum Beispiel verläuft und viel länger als man dachte bis zur Berghütte braucht. Und eure erwachsene Begleitperson sollte ein Handy dabei haben, damit ihr im Notfall Hilfe rufen könnt unter der 112. Zum Schluss bin ich mit Andi im Bergwachtzentrum in Bad Tölz verabredet. Hier gibt es eine riesige Halle, in der die Bergwacht verschiedenste Einsätze für den Ernstfall üben kann. Zum Beispiel auch mit einem Hubschrauber-Simulator. Das ist ein echter Hubschrauber, der so umgebaut wurde, dass die Rettungskräfte das Retten einer Person aus der Luft üben können. Und hört ihr das? Der Hubschrauber macht sogar richtigen Fluglärm mit Lautsprechern und Wind mit Ventilatoren. Ich darf gleich bei einer solchen Übung dabei sein. Davor gibt's für euch aber noch die letzte Checker-Frage. Warum braucht die Bergwacht einen Hubschrauber? Sau coole Landung. Wer ist da vorne? Hallo. Servus. Hi, Hammerlandung. Danke dir. Wow,
Wen braucht man denn jetzt alles, um den Helikopter zu fliegen? Damit es überhaupt mal funktioniert, brauchen wir den Piloten. Ja. Genau, der fliegt den Helikopter. Und dann der Mann hier hinten, das ist der sogenannte Winch Operator. Mhm. Winch ist Englisch und heißt Seilwinde. Ah ja. Und die hängt hier oben dran. Und an diesem Haken hängen wir dann als Luftretter und werden dann auf- und abgefahren, wie bei so einem Seilaufzug. Aha. Genau. Winch Operator, Pilot und noch jemand von der Bergwacht. Das ist auf jeden Fall unser schnellstes Einsatzmittel. Mit dem werden wir abgeholt und kommen ganz schnell zu den Verletzten, auch wenn die vielleicht manchmal ganz weit oben sind oder in irgendwelchen schwierigen Lagen am Berg. Die Bergwacht kommt also immer dann mit dem Heli, wenn Personen zum Beispiel in Seilbahnen oder hoch im Gebirge in Gefahr sind oder wenn sie so schwer verletzt sind, dass sie es nicht mehr zu Fuß ins Tal oder ins Krankenhaus schaffen. Wie so eine Luftrettung genau funktioniert, finde ich jetzt raus. Dafür klettere ich eine Route entlang eines steilen Berghangs. Natürlich bin ich gesichert und mir kann nichts passieren. Es ist so anstrengend. Jetzt kann ich nicht mehr. Aber für die Übung tue ich jetzt so, als wäre ich in Gefahr und hätte mich verletzt. Hilfe! Hilfe! Bei einem echten Notfall würde ich natürlich die 112 anrufen. Die Leitstelle würde dann die Bergwacht alarmieren. Da kommen auch schon Andy, Winch Operator Christian und Übungspilot Till. Auch bei dieser Rettung muss es schnell gehen und jeder Handgriff muss sitzen. Christian lässt Andy ganz langsam an der Seilwinde zu mir runter. Ich nehme dich jetzt mal zu mir in die Sicherung mit rein. Bist du verletzt? Ja, mein Fuß tut mir ziemlich weh. Okay. Ich kann mich nicht mehr halten alleine. Gut, dann flieg mir ein bisschen an, damit du bei mir damit drin hängst. Ja. Stopp. Aua. Jetzt kannst du loslassen, jetzt geht's los. Okay. Aua. Okay, dann hänge ich dich aus. Ja. Wenn Andi mich aus dem Klettersteig ausgehängt hat, gibt er Christian ein Zeichen, damit der uns wieder nach oben in den Helikopter zieht. Jetzt fahren wir ungefähr 17 Meter nach oben zum Heli. Na, zum Glück habe ich keine Höhenangst. Okay, bin drin. Oh, das ist aufregend. Du auch drin? Perfekt. Okay. Ist das cool. Habe ich mich denn jetzt eigentlich richtig verhalten als Person, die gerettet werden muss? Hast du super gemacht. Also wirklich, du hast dich bei mir festgehalten, du warst passiv, du bist gut in den Helikopter reingekommen. Mhm. Perfekt. Mit dem Helikopter kommt die Bergwacht zu Unfallorten im Gebirge und kann Menschen schnell retten und ins Krankenhaus bringen. Gecheckt. Wow, es hat super geklappt und es war extrem aufregend. Jo. Richtig cool. Kurz ausruhen und für euch gibt's jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, welche Nummer wählt man bei einem Notfall in den Bergen? A, 833 oder B, 112. Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Wenn ihr in den Bergen oder im Gebirge Hilfe braucht, dann ist das Allerwichtigste, was ihr euch merken müsst, die Notrufnummer 112. Richtig ist also Antwort B, die 112. Juhu, okay. Du bist unten? Ja. Das war's vom Bergwacht-Check. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Danke, Andi. Oh, 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 oh. Und ihr passt immer richtig gut auf euch auf, wenn ihr in den Bergen seid. Tschüss. Das Marina, Checkin' Marina, Marina. Die, die voll am Pakt und manchmal auch verkackt. Die, die schnell versteht und auch gern auf Wolken steht.